Das ist schwer zu definieren. Ich bin einfach ganz allgemein sehr glücklich, dass ich 15, 16 Jahre lang auf hohem Niveau Fußball spielen konnte. Wenn ich ins Ausland gewechselt bin, zuerst auf Cagliari und später auf Nottingham. Ich hatte in jener Zeit leider zwei Ermüdungsbrüche am Schienbein und die haben im Prinzip meine Träume verhindert, euch im Ausland eine Karriere zu machen. Ganz generell würde ich das aber euch nicht als negative Ereignis bezeichnen, sondern eher als Momente, wo man euch Erfahrungen sammeln konnte. Sicher der FC Sitten. Ich bin bis 18 in diesem Verein. Ich bin hier gross geworden. Ich habe viele Freundschaften gefunden. Aber es ist klar, wer vom Fußball will leben, muss irgendwann einmal Entscheidungen treffen. Und die haben mich heute zu anderen Vereinen gebracht. Aber alles zusammen bleibt für mich in guter Erinnerung, egal wo ich war. Mein meilleur Souvenir en équipe de Suisse, sicher das Qualifikationsspiel Schweiz-Italien-Berner Wankdorf. Meine Eltern sind Italiener. Wir haben mit der Schweiz 1-0 gewinnen. Und ich bin sogar ohne Gegengol geblieben, was in 100 Jahren etwa einmal vorkommen. Pour une fois, ça arrive de temps en temps. Eigentlich habe ich keine. Und wenn, dann tut man sie im Verlauf von einem Jahr euch vergessen. Rein menschlich ist die Karriere eine super Erfahrung. Man hat nämlich die Passion und die Leidenschaft der Fußball kennenlernen. Sicher schön sind die Qualifikationen für die WM 94 und für die EM 96, wo wir uns dabei waren. Ich glaube, alle verdienen das, weil alle haben mit Stolz und mit Ehr für die Walliser Farbe gespielt. Wenn ich jetzt aber einen auslesen müsste, dann sicher der Raphael Wicki. Ihn habe ich sehr geschätzt. Er ist ein einfacher Typ. Er hat eine tolle Karriere gemacht. Und ich glaube, er ist einer, der die typischen Walliser Werte sehr, sehr stark verinnerlicht hat. Da denke ich an Vincent Sierro, ein Mann mit grossem Potenzial. Er ist letztes Jahr zurück in die Schweiz gekommen, hat in St. Gallen sehr ein gutes Jahr gespielt und kann jetzt bei IB den nächsten Schritt machen. Ihm persönlich wünsche ich alles Gute und hoffe, dass er sich weiterentwickelt. Er ist ein einfacher Typ. Er ist zu Bären in eine Meistermannschaft gekommen. Da kann er jetzt sich bestätigen und das traue ich ihm zu.